Ist es erlaubt für eine Frau ohne die Erlaubnis ihres Mannes herauszugehen oder wie ist die Sache im Islam geregelt? Wenn ein Mann und eine Frau heiraten, dann machen sie bestimmte Regeln. So. Zum Beispiel sagt der Mann zu seiner Frau, du kannst allgemein rausgehen, aber bei speziellen Sachen fragst du mich. Dann kann sie allgemein rausgehen, da braucht sie ihn nicht zu fragen, außer bei speziellen Dingen. Ein anderer Mann sagt zu seiner Frau, du sagst mir Bescheid, wenn du herausgehst. Dann sagt sie ihm auch Bescheid, wenn sie herausgeht. Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt, die Gehorsamkeit von einer Frau zu ihrem Ehemann ist gewaltiger als die Gehorsamkeit von einer Frau zu ihren eigenen Eltern. Deswegen sollte sie sich daran halten. Na, das hängt davon ab, wie sie das miteinander vereinbart haben. Aber er sollte nicht ungerecht sein, weil es gibt Männer, die übertreiben auch. Die würden am liebsten ihre Frau in einem Paket tun, ja, und richtig mit Tesafilm umbinden, sodass sie nicht mal Luft bekommt. Wie einer sogar sagte, der sagte das, das war sogar einer von den Gelehrten, möge Allah Azzawajal ihn vergeben für diese Aussage, er sagte, eine Frau darf dreimal in ihrem Leben raus. Das erste Mal, wenn sie von der Gebärmutter, das heißt, wenn sie entbunden wird, ist das erste Mal. Das zweite Mal, wenn sie zum Haus ihres Mannes getragen wird, bei der Hochzeit. Und das dritte Mal, wenn sie zu ihrem Grab getragen wird. Mushkila, oh? Mushkila? Würdest du dich trauen, das deiner Frau zu sagen? Hätte dein T-Shirt eine andere Farbe. Auf jeden Fall. Deswegen nicht übertreiben und nicht untertreiben. Es gibt Männer, der lässt seine Frau nie raus. Dann gibt es einen Mann, er weiß niemals, wo seine Frau ist. Das ist falsch und das ist falsch. Na? Und darf der Mann ihr von Gründen der Sorge den Urlaub mit ihren Eltern zum Beispiel verbieten? Der Mann sollte der Frau, wenn er ihr etwas verbietet, erklären, warum er es ihr verbietet. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Frau möchte zu ihren Eltern. Sollte der Mann das grundlegend verbieten, ja oder nein? Natürlich nein. Warum? Weil sie macht damit eine gute Tat. Sie pflegt ihre Verwandtschaftsband. So, jetzt drehen wir den Fall mal um. Diese Frau, wenn sie zu ihren Eltern geht, die Mutter ist eine Zauberin und der Vater ist auch ein Shaitan, aber in einer anderen Form. Und sie versuchen, Fitna zwischen beiden zu bringen, damit sie auseinandergehen. Hat er jetzt recht, wenn es ihr verbietet? Deswegen muss man das sehen von Situation zu Situation. Allgemein sollte der Mann barmherzig sein, dass die Frau auch ihre Eltern besuchen kann. Ja? Aber natürlich, jetzt sagt der Mann, meine Frau möchte zum Beispiel mit ihren Eltern, das heißt mit seinen Schwiegereltern, Urlaub machen. Und er weiß, dass die Schwiegereltern auf nichts Islamisches achten. Jetzt will er seine Frau nicht in Fitna stürzen. Weil wenn sie dort sind beim Urlaub, dann sagen sie zu ihrer Tochter dauernd, komm, setz dich doch mit uns, komm, wir sitzen jetzt hier in dieser Gemeinschaft mit Musik, mit Tanz, mit Frauen, mit. Da hat er recht. Weil er das selber nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn er weiß, dass das eine Fitna sein wird, warum soll er seine Frau in Fitna stürzen? Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ich hoffe, der Unterschied war klar. Allah.